Der seltenste Mob, der auf natürliche Weise spawnen kann, wurde vor kurzem entdeckt. In älteren Versionen von Minecraft konnten Schneegolems in deiner Welt spawnen, wenn ein Pumpkin auf zwei Schneeblöcken generiert ist. Das war aber super selten. Aber dies wurde mit dem Snapshot 17W47A entfernt, da Pumpkins nur noch ungeschält gespawnt sind. Man braucht aber einen Carved Pumpkin, um einen Golem zu spawnen. Also kann es nicht in dieser Version spawnen, oder? Doch. Pillager-Außenposten können nämlich mit Carved Pumpkins spawnen. Zudem sind Pumpkins eines der einzigen Blöcke, die Endermen aufheben können, was also bedeutet, dass wenn ein Enderman einen auf zwei Schneeblöcken platziert, ein Schneegolem spawnen würde. Gehen wir nun zum Eisbiom, fällt leider auf, dass dort keine zwei Schneeblöcke übereinander generieren können. Nun, dafür gibt es auch eine Lösung. Ein Dorf unter einem Haus, zwei Schneeblöcke. Das meint also, wenn ein Enderman in deiner Welt spawnt, einen Pumpkin von einem Pillager-Außenposten aufnimmt, sich auf den Weg zu einem Schneedorf macht und es an einer speziellen Stelle platziert, könnte ein auf natürliche Weise generierter Schneegolem spawnen.